Wir haben gerade Biomutant von THQ Nordic angezockt, eins der wenigen Spiele, die ganz neu angekündigt wurden hier gerade. Wir sind alle ziemlich überrascht, weil tatsächlich, dadurch, dass es irgendwie so nebenbei angekündigt wurde, dachten wir alle so, ja, ist halt so ein kleiner Titel, muss man jetzt vielleicht im Auge haben. Dann hatten wir gerade allerdings im Auge und jetzt haben wir fast Tränen in den Augen, weil es tatsächlich ein sehr schönes Spiel ist. Wir haben alle drei verschiedene Aspekte, die wir besonders interessant finden. Was fandest du denn besonders interessant, Stefan? Ich fand ganz besonders gut, dass die Charaktere ziemlich neu und kreativ gestaltet sind. Also sowohl die Feinde als auch der Biomutant, also dieses kleine Wesen, was man auch in dem Trailer gesehen hat, den man dann eben selbst spielt. Ist ja so eine Mischung aus irgendwie Ratte, Hase, Meerschwein, Waschbär, was auch immer. Fand ich extrem kreativ und ja, einfach wie das alles zusammen spielt und harmoniert. Also neue Ideen in einem neuen Titel, das ist ja das, was wir uns alle wünschen, oder? Das stimmt tatsächlich. Und auch die Gegner sehen teilweise, das war irgendwie so ein rosa, zottiges Wesen, kam plötzlich aus einem Wasser raus und dann mussten wir es natürlich besiegen. Aber alleine schon dieser Anblick von diesem Wesen war tatsächlich ziemlich überraschend. Was hat dir denn besonders gefallen, Lisa? Ganz kurz wollte ich noch dazu sagen, ich fand es auch ziemlich cool, dass man die Charaktere selber anpassen kann. Das deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass es eventuell da noch einen Online-Multiplayer geben wird. Sie haben auch gesagt, es gibt zwei Fraktionen. Vielleicht werden diese zwei Fraktionen nicht mit NPCs befüllt, sondern eben mit echten Spielern. Das wäre ziemlich nice. Was ich noch besonders cool fand, war, dass das Spiel von so einem Erzähler erzählt wird, wie in so einem Geschichtsbuch. Und er sagt doch immer wieder, es wäre halt eine Geschichte und nicht das, was du gerade spielst, beeinflusst das Spiel, sondern die Geschichte ist vorgefertigt und du spielst sie quasi nach. Der Erzähler hat auch darauf reagiert, wenn du irgendwelche bestimmten Aktionen gemacht hast, wenn du total oft geschossen hast. Also du hast einerseits Schusswaffen und auf der anderen Seite auch noch ein Schwert. Und wenn du eben besonders oft diese Schusswaffen benutzt, dann sagt der Piu Piu Piu. Und das fand ich ziemlich cool. Und ich muss gestehen, ich bin auch einmal gestorben. Und als ich dann gestorben bin, hat er eben dann auch gesagt, nee, so endet die Geschichte aber nicht. Und dann ging es eben von vorne los. Das war schon ziemlich cool und ich kann mir vorstellen, dass die dann noch ganz viele andere Elemente mit reinbringen. Ich fand tatsächlich das Kampfsystem, also ich fand das auch alles sehr interessant. Allerdings das Kampfsystem fand ich sehr interessant, denn wie gesagt, du hast erstens Schusswaffen und dann allerdings auch ein Schwert. Und die beiden zu mischen ist tatsächlich total interessant. Das heißt, du springst zum Beispiel in die Luft und schießt auf Gegner. Das kannst du auch in Slow-Mo machen, wenn du eine bestimmte Taste drückst. Und dann landest du, holst sofort das Schwert raus und gehst auf den Gegner wieder zu. Und da gibt es da ganz viele verschiedene Tastenkombinationen, die... Es wirkte überraschend flüssig dafür, dass es ja auch noch wirklich wahrscheinlich an den Anfängen der Entwicklung wir gerade sind, dieses Spiels, weil es ja erst 2018 irgendwann rauskommen soll, hat sich das schon total flüssig und intuitiv und interessant angefühlt. Und tatsächlich sollten sie das noch weiter ausbauen und perfektionieren, glaube ich, da haben wir ein richtig interessantes Kampfsystem, das unglaublich viel Spaß machen wird. Und erscheint übrigens 2018, hast du schon gesagt, für PS4, Xbox und den PC. Ja, also unser Fazit auf jeden Fall, behaltet das im Auge. Das ist ein interessantes Spiel von THQ Nordic und wir freuen uns drauf.